Herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge meiner Runaway Teen Pregnancy Challenge. Wir lassen die April mal weiter ihre Sandburg bauen. Ja, wir sind in Sulani mit unserer lieben April Thompson. Sie ist ein Teenager von 16 Jahre alt und ist von zu Hause weggelaufen. Die Gründe sind verschiedene. Zum einen, weil sie sich überhaupt nicht mehr mit ihren Eltern verstanden hat. Die haben sich überhaupt nicht für sie interessiert, sind nur ihren Karrieren nachgejagt und sie wurde von der Haushälterin großgezogen, ist daher auch eine ganz andere Persönlichkeit als ihre Eltern. Sie hat auch ganz andere Charaktermerkmale, da die Haushälterin sehr darauf geachtet hat, dass sie nett, ordentlich und zuvorkommend ist. Sie hat viel Liebe durch die Haushälterin gekriegt und viel Aufmerksamkeit. Und ich muss sie nur nebenbei ein bisschen beobachten, nicht, dass sie so schnell fertig ist, was sie fast ist. Was wird das eigentlich, April? Bis jetzt kann ich es noch nicht sagen. Du kannst, wenn du möchtest, im Anschluss direkt noch eine bauen, dann kann ich hier weiter erzählen. Ja, und dann war sie auf einer Party von ihrer Freundin und hat einen jungen Mann kennengelernt und hat einen One-Night-Stand mit ihm. Wie der Vater das auch herausgefunden hat, falls ist er eh auf die Schliche gekommen. Und hat sie da vor allen Leuten niedergemacht und die Situation ist total eskaliert. Und ja, dann hat sie halt bemerkt, dass sie schwanger ist von dem One-Night-Stand und hat gesagt, okay, sie reißt jetzt hier die Leine, sie haut ab. Und ohne wirkliches Ziel vor Augen ist sie in Sulani gelandet, hat eine junge Frau kennengelernt, die ihr die Hütte von ihrem verstorbenen Großvater vermacht hat, im Tausch gegen ihren Schmuck. Und ja, so ist es jetzt, dass die April jetzt auf dieser Insel ist, ein paar Sandburgen gerade baut und das ist diese kleine goldische Hütte, die sie gekriegt hat. Und sie hat ein Bett drinne, sie hat den Grill, damit sie was sich zu essen machen kann, da sie ja schwanger ist und für zwei ist. Sie hat eine Toilette, eine Dusche, ein Waschbecken. Die Grundstücksmerkmale sind abseits vom Netz und heimisch. Ja, noch ein bisschen was zu ihr. Sie ist ein romantischer Typ, ist sehr ordentlich und hat als Bestreben häuslich und möchte eine Supermutter werden. Da ihre Mutter nicht für sie da war und sie ja jetzt erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie gesagt, okay, sie möchte viel, viel besser sein als ihre eigene Mutter zu ihr. Und jetzt geht gerade das Inselbegrüßungskomitee los. Dann kannst du dich ja eigentlich mal vorstellen, ein junger Erwachsener, das geht. Dann kannst du die Nachbarn hereinbitten und kannst dich auch mal freundlich vorstellen. Ja, dann erzähle ich euch, während die Layla die Nachbarn begrüßt. Ich sag als Layla, das ist von meiner anderen Simmin, die mit auf der Insel irgendwo lebt. Die April. Erzähle ich euch was kurz zur Geschichte, beziehungsweise die Spielregeln erzähle ich euch kurz. Du ziehst auf ein Grundstück abseits vom Netz, sodass du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Alles, was du dabei hast, sind deine Kleidungen am Leib. Die kleine Hütte. In der kleinen Hütte steht ein Bett, eine Dusche mit WC und einem Waschbecken, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein paar Kerzen, die dir als Lichtquelle dienen. Und sie hat einen Grill. Du kannst dein Haus ausbauen, erst wenn du 5000 Simoleons besitzt. Nur im äußersten Notfall darfst du mit Erwachsenen sprechen, sie können dich sonst bei der Behörde melden. Sie darf keinen Job annehmen, erst wenn sie ein junger Erwachsener ist. Durch einen eigenen Garten, den sie sich anbauen kann, oder durch Bildermalen an der Staffelei oder Werkeln an der Werkbank, beziehungsweise Schreinertisch heißt der, glaube ich, bei den Sims, kann sie sich ein Taschengeld dazu verdienen. Sie muss weiter zur Schule gehen, damit die Behörde und die Schulleiter und die Lehrer halt nicht auf sie aufmerksam werden. Sie muss ihren Abschluss mit einer 1 bestehen, damit sie halt ihrem Kind und sich selbst eine gute Zukunft bieten kann. Hausaufgaben sind Pflicht jeden Tag und sie darf keinen Schultag verpassen, außer wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann darf sie sich den Urlaubstag nehmen und bis das Kind ein Kleinkind ist. Dann vor der Geburt müssen wir das Babybettchen gekauft haben. Wir müssen das Baby zu Hause auf die Welt bringen. Wir dürfen nicht ins Krankenhaus. Und wir dürfen unsere Kinder nicht älter machen vor dem Geburtstag.
Dann dürfen wir keinen Babysitter und kein Haushaltsmädchen engagieren, die uns bei der Betreuung und bei der Erziehung unseres Kindes hilft. Ausnahme ist, wenn wir in der Schule sind, dann dürfen wir sie in die Kita schicken. Dann Freundschaften zu Teenagern und jungen Erwachsenen dürfen wir aufbauen. Wir dürfen aber auch romantische Beziehungen machen, aber auch nur mit Teenagern und jungen Erwachsenen. Und nur solange unser Nachwuchs nicht vernachlässigt wird und unser Partner unsere Kinder akzeptiert. Solange wir ein Teenager sind, dürfen wir weder mit dem Partner zusammenziehen. Rechnungen sollten pünktlich bezahlt. Genau, und wenn das Baby von der Behörde uns weggenommen wird, dann ist die Challenge vorbei. Ziel der Challenge ist es, dass das Kind eine glückliche, fürsorgliche und liebevolle Kindheit als auch Erziehung genießt, dass wir uns einen Abschluss machen mit der Note 1 und die große Liebe auch finden und eine Familie gründen. Dann machen wir mal weiter. Begrüßungskomitee. Die erste Folge, finde ich, wird meistens immer ein bisschen langweilig und man kann nicht so viel machen. Aber Leila, wenn du möchtest, kannst du ja mal ein bisschen angeln. Da wir mit 0 Simoleons starten, wir brauchen ein bisschen Money. Dann begleiten wir sie mal. Tschupp, ein bisschen schneller, junge Dame. Ja, wie gesagt, sie ist schwanger. Es wird zwar noch nichts angezeigt, aber sie ist es auf jeden Fall. Ein betrunkenes One-Night-Stand. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir ein paar Muscheln sammeln können, ob wir ein paar Fische fangen. Und ja, die Folgen werden so 20 bis 25 Minuten lang sein, dass es nicht zu langweilig oder zu ausartet. Und ich finde Sulani so schön. Guckt euch diesen Ausblick mal an. Das ist der Hammer. Ja, sie möchte halt überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, auch das mit dem Baby komplett alleine regeln. Sonst würde sie auch mit unseren Regeln nicht hinhauen. Mal gucken, ob sie einen Fisch fängt. Wir spulen mal ein bisschen. Und dann kann sie noch ein bisschen Muscheln suchen. Vielleicht finden wir da ja schon eine, die uns ein bisschen Geld bringt. Und sie kann den Strand von Müll befreien. Keine Fische in der Nähe. Okay. Dann, oh, was ist denn jetzt passiert? Von einer Möwe befleckt. I supi. Sieht man das auch? Nee. Dann, nein, du machst keine verwirrende. Da habt ihr es gesehen, sie hat schon eine Babyflasche drüber. Du kannst weiter nach Muscheln suchen, meine Liebe. Weiter, weiter. Machst du? Bitte? Du hast nämlich auch so langsam wieder Hunger. Ja, Muscheln, genau. Du sollst uns ein paar Muscheln suchen. Für Story-Vorschläge bin ich immer bereit und offen. Einfach in die Kommentare schreiben. Als erstes habe ich über mir überlegt, dass wir das Babybett kaufen. Und dann von mir aus auch... Moment, dann muss ich jetzt kurz mal auf die kleine Liste gucken, die ich mir geschrieben habe. Genau, dass wir vielleicht eine Fischfalle holen, eine Werkbank, dass sie sich vielleicht auch die eigenen Möbel dann machen kann. Dann, genau, wollte ich euch noch ein bisschen was zu den Einstellungen machen. Ich habe die Lebensdauer auf lang gestellt. Gespielte sind es, als auch ungespielte altern. Und ich habe die Schwangerschaftsdauer auf 7 Tage erhöht. Sie hat eine Muschel gefunden. Sehr gut. Was bringt die uns? 70. Immerhin. 70, sehr gut. Und du musst schon wieder auf Toilette. Dann gehen wir das gleich mal an, wenn du da fertig bist. Genau. Die Schwangerschaftsdauer ist auf 7 Tage. Und damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, bis das Kind dann auf die Welt kommt. Genau, ihr könnt euch ja auch mal ein paar Sachen überlegen, wenn ihr möchtet, was wir uns noch kaufen wollen. Ich habe zum Beispiel noch stehen, dass wir uns eine Waschwanne und die Wäscheleine kaufen, damit wir dann auch selbst die Wäsche und die Windeln rein theoretisch sauber machen. So, du gehst jetzt mal kurz auf Toilette. Jetzt haben wir eine Kawa-Schüssel. Sehr cool.
Machen wir mal Believe direkt ins a vivid. Inventar. Oh, Und dann Shearsha können wir uns bei Avery. der Leila noch mal kurz freundlich Ovelina. vorstellen. Oh, kiss a nice Bei dir dürfen wir soul. uns leider nicht, du Yeah, bist eine not a bull. Erwachsene. Entschuldigung. A body of art. April, kommst du? Schmeichel a Clint. Ah, da hinten kommt sie, okay. Don't Oh, sie ist voll wütend Beep. Wegen der Möwe. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So, dann geht sie jetzt mal auf die Toilette. Ihr habt mich doch ein bisschen kennengelernt. Eieiei. Und dann, was ist das? Hat irgendwer da seinen Müll hingeworfen? Na, super. Genau. Wenn das Kleinkind, bevor das Kleinkind dann zum Beispiel auch, beziehungsweise bevor unser Baby zum Kleinkind wird, hatte ich überlegt, dass wir den Hochschul auf jeden Fall noch kaufen, das Töpfchen, Spielzeug auf jeden Fall, dann diese Würfel, wo es dann mit stapeln kann auch. Und auf jeden Fall auch ein Planschbecken. Wo rennst du jetzt hin? Ach, du packst jetzt die Kava-Schüssel ein. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, dass du was zu essen kriegst. Sollen wir mal da vorne an diese Imbissbude gehen, liebe April? Ja, du möchtest auch ein bisschen was für die Umwelt tun, ich weiß. Aber du ziehst jetzt bitte erstmal was anderes an. Hier seht ihr auch mal grob ihre Outfits. Genau. Wir ziehen das an, ihr Sommeroutfit. Ja, wir gehen jetzt was zu essen holen. Du musst nur mitkommen. So. Da ist ja gar keiner da. Oder? Hallo? Wir hätten gern was zu essen. Was nehmen wir denn? Fischtacos, Fisch und Chips, Fischsandwich, Fischeintopf, Bratfisch. Ich glaube, wir nehmen Fischeintopf. Ich denke, das hält sie lange satt. Da hinten kommt sie schon angesprintet. Genau. Wir schicken sie vielleicht dann nochmal ein bisschen angeln. Vielleicht findet sie noch einen Fisch und sie macht den Strand noch ein bisschen sauber. So, jetzt gucken wir mal, April, ob du was zu essen kriegst. Okay. Da ist einfach mal keiner drin, aber sie hat trotzdem ihre Essensschale gekriegt. Dann lass es dir mal schmecken, meine Liebe. Ich finde, sie ist wirklich sehr hübsch. Und ein bisschen sauer. So ein kleines bisschen sauer. Hm, so ein bisschen. Dann isst du mal. Ja. Gemüse ist gut. Gemüse ist gesund und gut. So, wo war jetzt... Jetzt finde ich es wieder nicht. Wo war der Angelplatz? Ah, da hinten. Direkt bei uns um die Ecke. Das ist auch perfekt. So, dann angelst du noch mal ein bisschen, April. Wenn du das... Oder wir... Nein, du angelst nicht. Du kannst mal... Sie fühlt sich zu angestrengt. Angespannt. Super. Ach, du Mann, du Mann, du Mann. Haben wir hier irgendwo ein paar Pflänzchen, die wir pflücken könnten? Da ist eine. Dann sehe sie mal an, vielleicht klappt das dann schneller. Dass die dann wächst, dass wir sie ernten können. Da hinten ist noch eine. Was bist du? Kokosnussbaum ansehen. Und da ist auch eine Staffelei. Eine Ananaspflanze ist eine wilde Pflanze. Alles klar. Kannst du jetzt was malen? Nein, immer noch nicht. April, du musst uns doch ein bisschen Geld noch malen. Wir haben jetzt zwar 130, aber so wirklich viel ist es nicht jetzt. Sehr gut. Dann malst du mal ein kleines, klassisches Gemälde. Wir gucken mal, wie du... im künstlerischen Bereich so drauf bist. Was wird das? Sieht aus wie ein Huhn. Genau. Mit dem Vorlesen ist immer so eine Sache. Ich finde es
Bisschen schwer, da bin ich manchmal ein bisschen verpeilt. 46 immerhin. Das sind zwar 4 minus, 4 Simoleons minus, aber immerhin. Jetzt wollte ich irgendwas noch fragen, aber hab's vergessen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verpeilt. Du. Ach, April, du darfst nicht mit dem reden, das ist ein Erwachsener. Oh, toll, das in der ersten Folge. Ups, Entschuldigung. April. Findest du uns jetzt noch eine Muschel? Nein, du bist von einem... Dir ist ein Krebs durch die Finger gerutscht. Dann würde ich sagen, du suchst noch ein bisschen, okay. Dann würde ich sagen, gehst du dann nach Hause. Und genau, ihr könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare, was für Fähigkeiten sie verbessern soll, damit sie sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen kann. Sie hat einen Barsch gefunden, okay. Wir können malen, wir können gärtnern, wir können, damit wir keinen Reparaturservice rufen müssen, können wir selbst unsere Sachen reparieren, wenn was kaputt gehen sollte. Und ich fände es cool, wenn sie vielleicht an der Werkbank ein paar Fähigkeiten kriegt, damit sie sich vielleicht ja noch später ein paar Möbel bauen kann. Was ist jetzt schon wieder von einer Möwe besucht? Du wirst heute auch ständig von der Möwe vollgekackt. Eieiei. Und bitte nehmt es mir nicht so übel, wenn es an manchen Stellen hakt oder ich manche Sachen doppelt nehme. So, April, was hast du denn jetzt noch gefunden? Ein Barsch, sehr cool. 7, sehr gut. Was haben wir hier noch? Noch eine Muschel. Nochmal 70 Simoleons. Wo düselst du jetzt wieder hin? Ich finde es so süß, dass die im Bobbes immer so hoch in die Luft strecken. So, aber dann würde ich sagen, gehst du mal nach Hause. Wir haben nämlich schon fast 11 Uhr, beziehungsweise 10:30. Und wir folgen dir mal ein bisschen durch die Gegend. Ja. Ein bisschen schneller. Oh, da ist ein Fahrradfahrer. Cool. So, dann kann die April nämlich schlafen gehen, weil wir haben dann nämlich, der nächste Tag ist Montag. Und dann geht sie zur Schule. Was ist jetzt wieder? Ja, geh ins Bett, ein bisschen schlafen. Gehst du dann auch schlafen? Ja. Dann geh mal schlafen. Viel Spaß. Du gehst in deinen Badesachen schlafen. Okay. Okay. Dann spulen wir jetzt mal. Und dann würde ich sagen, dass sie in der zweiten Folge dann zur Schule geht und wir weiter ein bisschen gucken, was wir so machen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr in der zweiten Folge und in den weiteren so machen wollt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Nochmal Entschuldigung, wenn die erste Folge so ein bisschen langweilig immer ist, aber ich finde es immer sehr schwer, so ein Let's Play zu starten. Und wow, wir haben schon 203, das ist mir gar nicht aufgefallen. 203 Simoleons. Genau, sie hat schon wieder Hunger. Das kannst du bitte mal aufräumen. Genau, so, jetzt haben wir noch weitergespielt, wobei ich schon eigentlich auf Wiedersehen gesagt habe. So, dann noch einmal. Jetzt wischt sie sich die Hände. So, jetzt aber. Ich pausiere jetzt hier und beende die Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und danke fürs Zuschauen.